Ja, hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kassel Trader Kanal. Heute geht's los mit Teil 2, Margin und Risiko. Ja, heute halte ich mal keine große Ansprache. Wir machen jetzt einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch auf PowerPoint. Ich zeige euch ein bisschen was in Excel noch, wie ich das Risiko da ein bisschen berechne, in der 200%-Regel und so ein paar Kleinigkeiten. Und ja, dann kommt jetzt der Disclaimer wie gewohnt und danach gehen wir direkt rüber zur Präsentation. Viel Spaß wünsche ich euch. So, da sind wir jetzt auf unserer PowerPoint-Präsentation und jetzt können wir mal loslegen. Letztes Mal hatten wir ja die Margin gemacht. Heute machen wir so ein bisschen das Risikomanagement und wie ich das denn so mache. Wird wieder einfach gehalten, so dass es jeder versteht, hoffe ich. Und ja, das Simple funktioniert sowieso am besten, musste ich hier schon immer feststellen. Also legen wir mal gleich los. Welches Risiko gehen wir bei Aktienoptionen oder ETFs denn überhaupt ein? Da müssen wir jetzt unterscheiden nach kleinen oder großen Konten. Also bei kleineren Konten, wie zum Beispiel mein 10.000er-Konto. Bei IB, da würde ich in erster Linie die 200%-Regel nehmen. Die ist ja auch gängig, die wird euch von allen möglichen namhaften Coaches ja auch propagiert in YouTube und in Büchern. Ja, ich finde die auch top. Also man könnte jetzt meinetwegen auch 150% nehmen oder man kann auch 250% nehmen. Kommt ja auch ein bisschen noch auf die Strategien an am Ende. Ja, aber das passt schon alles, ne? Das heißt, wenn du 100 Dollar Prämie bekommst, dann verkaufst du bei 300 Dollar minus. Die 100 dagegen gerechnet, hast du 200 Dollar oder Euro minus realisiert. Sprich, dann hast du 200% Verlust gemacht. Und somit passt das dann eigentlich alles. Bei größeren Konten, ich habe ja auch ein großes Konto, da lasse ich natürlich die Aktien auch mal einbuchen oder die ETFs. Oder ich handle einfach die Wheel-Strategie. Da bin ich ja jetzt nicht gezwungen, unbedingt 200% Regeln zu fahren. Es ist schon ein bisschen einfacher, muss ich zugeben, mit einem größeren Konto, wenn du auch mal was einbuchen lassen kannst. Oder wenn du einfach mal, wie in meinem Fall, einfach länger warten kannst, weil du gar nicht bei 200% verkaufst, sondern einfach dem Trade mehr Luft gibst nach hinten und sagst, ich rolle einfach nicht bei 200%. Ich warte, bis der ganze Zeitwert raus ist und der ist ja erst so normalerweise natürlich am Verfall. Um 22 Uhr oder irgendwas ist der ja erst so gut wie weg. Aber auch so einen Tag vorher ist natürlich schon der Großteil raus. Und ich rolle erst dann. So, dann habe ich natürlich den Vorteil, ich habe kann dem Trade viel mehr Raum lassen, als bei 200% zu rollen, weil da vielleicht noch 17 Tage Laufzeit da drin sind in dem Trade. Und wie oft haben wir es schon gehabt? Der Trade, ihr habt einen 100er Strike, der Kurs geht auf 95, oh Alarm, geht auf 92, so 211% Minus, jetzt muss ich rollen, zack. Regel eingehalten, alles okay. So, ich kann aber jetzt dann natürlich auch hingehen, sag, ich habe ein größeres Konto, ich habe das von vornherein schon alles ausbaldowert, dass das auch passt, wenn ich das länger halte. So, und ich warte jetzt halt einfach, was passiert, wenn ich noch 17 Tage, 20 Tage, whatever an Restlaufzeit habe. Kann ich ja auch ganz in Ruhe weiter agieren. Ne? Dann sage ich einfach, ich gucke mal und übermorgen ist der Kurs wieder bei 103. So, das heißt, ich bin schon wieder aus dem Geld. Also alles gut, hätte ich gar nicht rollen brauchen im Vorfeld. Es kann natürlich sein, dass der Trade jetzt immer noch im Minus ist, weil die Vola ist gestiegen, weil die Aktie ist gefallen. Und ja, aber ich rolle, wenn, dann halt am liebsten ganz spät. Ich habe es heute auch gemacht. Ich habe Virgin Galactic bei 370% Minus mit 420 Dollar vorhin gerollt. Und übermorgen ist Verfallstag, Freitag, heute ist Mittwoch. Und dann habe ich einfach jetzt gerollt auf plus 30 Tage, habe 405 Dollar gekriegt. Also fast wieder Break-Even und schaue halt mal, ne? Aber ganz wichtig ist, es muss halt im Vorfeld klar sein, ob ich die Aktie auch andienen lassen könnte, weil sonst kann ich das Risiko nicht eingehen, dass ich 3, 4, 5, 7, 800.000% ins Minus gehe. Geht natürlich überhaupt gar nicht. Das heißt, ich muss schon im Vorfeld wissen, nehme ich die Aktie
würde ich die Aktie überhaupt nehmen? Sonst brauche ich mir über was anderes hier gar keine Gedanken machen. Das wäre dann eine reine Spekulation und Zockerei. Und noch ein Grund, warum ich so gerne lange warte. Wie gesagt, wir sind hier bei einem größeren Konto, nicht bei dem hier oben. Ne? Da zerschießt euch gleich alles. Dass wenn ich vorher rolle und das ganze Theta, also den Zeitwert noch drin habe, dann und rolle und die Aktie fällt weiter, dann habe ich ja in dem Folgetrade, in den ich jetzt früher gerollt habe, ja auch schon wieder ordentliches Minus angesammelt. Könnte ja durchaus sein, ne? Je nachdem, wie die Vola sich da jetzt halt verhält. So, und das Problem ist dann irgendwann, ja, wie weit will ich denn rollen? Dann muss ich schon wieder rollen. Ich würde vielleicht erst 2 Tage vorher rollen, vor Verfall. Du hast jetzt schon vor 11 Tagen gerollt, weil du bei 200% oder irgendwie oder 220% gewesen bist. Dann hast du gesagt, nö, 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 ich kriege ja auch in dem Folgekontrakt dann auch mehr Zeitwert, logischerweise. Dann wärst du jetzt vielleicht schon wieder 250% im Minus und ich rolle halt jetzt erst und kann aber trotzdem meinen Verlust ausgleichen. Wie gesagt, das muss aber im Vorfeld abgeklärt werden und es muss halt auch zur Kontogröße passen. Also ich kann nicht 500% Minus machen, wenn ich hier 100 Dollar gekriegt habe und ein 10.000er Konto habe. Dann das machst du ein paar Mal, dann ist, dann wird es eng. Ne? So, und Plan B, ach, jetzt haben wir das schon vorweggegriffen. Also ich würde halt die Aktie dann gegebenenfalls auch andienen lassen, wenn mir das Minus hier zu hoch wird, wenn fundamental alles passt. Das muss halt auch schon wieder im Vorfeld abgeklärt werden. Also wenn ihr hier irgend so eine wilde China-Aktie handelt, wo irgendwie nichts wirklich dahinter ist oder überhaupt keine Ahnung habt, was die eigentlich machen, dann lasst das lieber sein, weil im Prinzip greifen wir ja hier bei zweiter und dritter Tranche ins fallende Messer. Ich gehe halt hin und ich gucke vorher in diversen Seiten oder auf diversen Seiten, wo der faire Wert liegt, was da fundamental ist, haben die Gewinne, machen die, ja, haben die gute Margen und da muss für mich halt alles passen. Ne? Und zusätzlich, auch noch ganz wichtig, müsst ihr vorher den Portfolioanteil im Depot kalkulieren. Also ihr könnt nicht hingehen mit einem 100.000er Konto und verkauft jetzt eine 200er Aktie, eine Apple, lasst ihr euch einbuchen, dann habt ihr sowieso schon 20% Aktienanteil im Depot, also 20.000, wenn ihr die angedient bekommt bei einem 200er Strike auf ein 100.000er Konto und ihr sagt dann, oh, die ist weitergefallen, wir machen noch eine zweite und dritte Tranche, dann bin ich bei 40 oder bei 60.000, wobei ein bisschen weniger, weil die Strikes gehen ja auch weiter nach unten. Das dürft ihr also auch nicht machen. Ihr müsst also schon wirklich wissen, die Aktie möchte ich für maximal 15.000 im Depot haben, weil ich jetzt irgendwie eine Aktiengröße, eine Depotgröße habe, auf die das passt. Dann könnt ihr vielleicht zwei, drei Tranchen im Bereich zwischen 4.000 und 6.000 Euro euch andienen lassen, damit das dann halt passt. Also niemals einfach nur, ach, ich nehme noch einen Put und es wird schon wieder und die dreht schon. Ja, die muss gar nicht drehen. Kann euch, das ganze Konto kann euch verrecken, wenn ihr das mit ein paar Aktien macht. So, ne? Also immer schön vor dem Trade genau wissen, nehme ich die Aktie rein oder gehe ich halt lieber raus und daraufhin könnt ihr dann die Sache hier durchziehen, wenn das im Vorfeld halt wirklich überlegt hat. Ansonsten bleibt ihr halt hierbei und dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen erklären, weil es ist ja doch schon ganz schön verstrickt, die Sache manchmal. Aber ich sage es lieber dreimal und doppelt, damit es dann irgendwie halbwegs drin ist. Ja, wie berechnen wir jetzt das Risiko am Beispiel der 200%-Regel? Hatten wir ja eben schon gemacht, wenn du ein 10.000-Dollar-Konto hast, inklusive Margin, ganz wichtig, und hast 1% Risikomanagement, dann darfst du maximal 100 Dollar Prämie einnehmen. Wobei das ist falsch, glaube ich. Wir gehen jetzt mal gleich auf meine Excel-Tabelle und da können wir das besser berechnen. So, hier haben wir sie. Die 100 Dollar waren natürlich papperlapapp eben. Das klappt nur bei einer 100%-Regel. Also hier ist euer Kontostand 10.000 Dollar, die wir eben genommen haben, aber wir sind ja bei der 200%-Regel. Wenn ihr eine 200%-Regel auf ein 100er, auf ein 10.000er Konto anwendet, dann dürft ihr bei 1% Risiko gerade mal 50 Dollar Prämie kassieren, weil bei der Verdreifachung des Optionspreises von 50 auf 150, dann müsst ihr bei 150 Dollar Minus im Trade müsst ihr verkaufen,
damit ihr dann nach Gegenrechnung der 50 Dollar Prämie auf 100 minus kommt und dann seid ihr halt bei 1%. Hatte ich in der Folie leider falsch geschrieben, da bin ich von 100% ausgegangen, aber wir haben ja von der 200%-Regel jetzt gesprochen. So, und jetzt ist ja der Grund, warum es auch einfach einfacher ist, mit einem großen Konto, einfach einfacher, ja, ist mit einem Großkonto zu handeln. Wir machen jetzt mal mein Barwert. Ich habe sowas um die 150.000, 160.000 an Barwert, wo ich drauf handle. Der Rest sind Aktienbestände bei mir. Da seht ihr schon. Ich könnte zum Beispiel, was heißt ich, also das soll sich jetzt nicht großkotzig anhören, ne? Also jeder mit einem größeren Konto, der kann jetzt bei zum Beispiel 150.000 Dollar 150 Prämie einnehmen, 150 Dollar, und hat gerade mal 0,2% Risiko gesetzt. Wenn der jetzt die 200%-Regel fahren würde, machen ja wahrscheinlich auch viele. Ich mache es halt ein bisschen anders, auch wenn ich die ab und zu mal anwende, wie ich heute bei Virgin Galactic, habe ich ja auch gerollt, natürlich nicht bei 200, sondern wie ich vorher schon gesagt habe, ich rolle erst, wenn der Zeitwert raus ist, so 2 Tage vorher, mit dem Restrisiko, dass ich sie vorzeitig angedient bekomme, aber geht d'accord, weil ich habe das ja im Vorfeld abgeklärt, ne? Hatten wir ja auch gerade. So, wo war jetzt wieder stehen geblieben? Ja, also ihr könnt dann halt viel kleinere Risiken fahren. Und da käme ich schon wieder fast auf ein neues Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch der Risk of Ruin was sagt. Das ist auch so eine schöne Kennzahl, die euch ausrechnet anhand der Wahrscheinlichkeit eurer Trefferquoten und so weiter. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist bei XY versuchen, dass ihr euer Konto an die Wand fahrt. Und das muss nämlich annähernd gegen 0% gehen. Das ist schon ein super Thema. Ich glaube, das machen wir auch mal. Aber da brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit für, weil ich muss mir da nochmal eine Excel-Tabelle anlegen. Die ist nämlich kaputt gegangen, habe ich neulich gesehen, nachdem ich die mal wieder ausprobieren wollte. Ja, nichtsdestotrotz. Ich denke mal, das habt ihr verstanden. Wer die Tabelle haben will, mich bitte einfach anschreiben. Die kann ich so hier rauskopieren und da könnt ihr das ganz einfach anzeigen. Ihr könnt es aber auch selber berechnen lassen. Sind ja simple Formeln da drin, ne? So, jetzt gehen wir nochmal zurück auf die PowerPoint-Präsentation und ich will euch ja mal ein cooles Feature nochmal zeigen, was ich ja noch selber vor einem Jahr nicht kannte oder nicht wusste, dass es das gibt in der TWS. Ja, schalten wir mal schnell um wieder. So, jetzt sind wir bei unserem coolen Feature. Viele kennen das schon. Ich weiß auch, dass es einige längst eingeblendet haben in der TWS, aber es wissen halt nicht alle. Und zwar ist das die sogenannte Cushion, die ihr euch im Trader-Dashboard anzeigen lassen könnt. Das Trader-Dashboard, das könnt ihr euch ganz einfach einblenden lassen in der TWS. Oben über Anzeige, Trader-Dashboard, Rechtsklick und dann könnt ihr es noch konfigurieren. Das sieht dann so aus, es geht ein bisschen länger, ich habe es jetzt mal gekürzt. Und hier ist die Cushion, die ist bei mir 0,850, schieß mich tot, also 0,85. Da kommen wir gleich drauf, wie sich das zusammensetzt. Hier seht ihr nochmal die Einstellung, hier ist die Cushion. Wenn ihr über Rechtsklick da reingeht, dann könnt ihr euch hier noch ein Euro, DAX, ES, SPXY und so weiter. Also hier die ganzen Sachen aufs Dashboard holen. Mindesteinschuss habe ich noch mit drin, rein informationshalber, aber das hier ist so. Genial finde ich das Ding einfach. Klein, aber effektiv. Ja, wie berechnet sich jetzt die Cushion? Das ist die überschüssige Liquidität des Kontos dividiert durch den Netto-Liquidationswert. Der Netto-Liquidationswert, das ist der Wert, der, wenn ihr alles verkauft im Konto, alle Trades zumacht, alles verkauft, ja, also alles das, was schnell zu Geld gemacht werden kann. Egal zu welchem Wert, einfach zack auf Sell und was ihr dann inklusive Cash noch am Konto habt, das ist dann der Netto-Liquidationswert. Und die überschüssige Liquidität, die besteht aus dem Eigenkapital mit Beleihungswert minus der Maintenance Margin. Die Maintenance Margin, die hatten wir ja vorhin. Das ist die Margin, vorhin, also letztes Mal, das ist die Margin, die ihr braucht, um den Trade am Leben zu erhalten. Und unterhalb der Maintenance Margin kriegt ihr halt die Margin Call, das heißt die wichtigste Margin ja überhaupt. Der Eigenkapital mit Beleihungswert, ja, das ist nochmal alle Wertpapiere, die ihr im Depot haltet, Aktien, ETFs, Fonds, alles, was da drin rumschwirrt und kreucht und fleucht, inklusive eurem Cash, deswegen heißt es ja auch Eigenkapital.
Und Beleihungswert, weil ihr das beleihen könnt, das sind ja Wertpapiere, ihr könnt ja auch eine Hypothek aufs Haus aufnehmen, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, na, und so setzt sich das ganze Ding dann halt zusammen. Für euch ist aber wichtig, ihr rechnet 1 minus euren Kassenbestand und das ist dann die Margin, auf der du aktuell rumreitest im Depot. Sprich, ich habe eine Kassen von 0,85. Komma, die Kommastellen brauchen wir jetzt nicht. 1 minus die 0,85 sind 15% Margin-Auslastung. So, und ich fahre 25 bis 30% im großen Konto und das ist von dem großen. Somit bin ich absolut im grünen Bereich und dann seht ihr auf einen Blick, dass quasi alles grün ist. Ja, finde ich eine super geniale Sache. Also wer es noch nicht hat, nichts zu danken. Die es schon hatten, ja, sorry fürs Zugucken, habt es jetzt zweimal gesehen. Oder ja. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt fertig. Jetzt habe ich euch schon wieder 15 Minuten auf die Folter hier gespannt, nur um euch die Kaschen zu zeigen. Aber war nicht schlecht der Trick, oder? Also ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ihr Fragen habt, bitte alles unten drunter. Und wenn ihr irgendwelche Trade-Wünsche, Leute, ich brauche Trade-Ideen, ach, Trade-Ideen, Video-Ideen, Mensch, keine Trade-Ideen, die habe ich genug. Müsste mehr Geld haben, dass ich alle umsetzen kann. Also Wünsche immer gerne willkommen, einfach unten drunter packen. Und dann bleibt mir ansonsten jetzt nichts zu sagen, außer einen super tollen Tag, handelt noch schön. Es ist ja ein bisschen blöde hier am Markt, sehe ich gerade. Und ja, schickt mir eure Wünsche, was ihr gerne sehen wollt. Und dann schauen wir mal, ob wir das umgesetzt kriegen könnten. Na, bis dahin. Tschüss.